Ihr stellt euch explizit gegen Kokain, ne? Das ist ja, da gibt es auch einen Song von euch und so. Gegen Kokain. Was ist so schlimm an Kokain? Kokain erhält ja auch ein Stück weit Kolumbien am Leben. Wir haben ja auch bei uns kolumbianische Wurzeln in der Band. Und funktioniert noch. Musst du gehen? Darf ich kurz auf Toilette gehen? Eigentlich nicht. Sorry. Ja. Das funktioniert bei uns im Format. Sollen wir dann weitersprechen? Oder? Doch, geh, natürlich. Wir können jetzt so die Zeit stoppen. Wir wissen danach, ob du groß oder klein gemacht hast. Kannst du dich so lange da vorne hinsetzen, damit keiner merkt, dass jemand weg ist? Falsche Tür. Oh, naja, wäre aber auch irgendwie witzig gewesen. Ich habe in die Küche gekackt oder so. Ja, nee, so ein ernstes Thema jetzt. Ganz kurz, das mit Kokain, das würde mich wirklich interessieren, weil ihr lebt ja in der Szene, da ist das ja nicht so unüblich. Also nee, bei uns ist es ziemlich unüblich, weil wir damit nichts zu tun haben und die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten und mit denen wir uns umgeben, auch nicht. Es geht darum, wenn du schon so fragst, sollte man alle Drogen legalisieren. Das ist jetzt natürlich eine ziemlich radikale Ansage. Sollte man illegalisieren? Legalisieren, ja. Alle Drogen, nee, jegliche Art. Ich bin komplett bei dir. Du ja, aber viele Leute denken so, wie kann er das sagen? What the fuck? Es geht darum, dass Drogen natürlich schädlich sind. Alkohol und Zigaretten sind auch schädlich. Man sollte die Menschen aufklären. Aber an Kokain selbst verdienen so viele Menschen dran. An jeglichen illegalen Drogen. An jeglichen illegalen Drogen. Und es sind die falschen Menschen, die daran was verdienen. Wenn man Drogen legalisieren würde von einem Tag auf den anderen, hieße das ja nicht, dass jeder bekifft, zugedröhnt durch die Straßen laufen würde. Vielleicht am ersten Tag. Vielleicht. Die ersten man weiß 30 nicht. Tage. 30 Tage. Siehe Holland, da ist Gras legal. Die Leute, die schaffen das ja da auch irgendwie. Die fahren sogar ohne Helm Motorrad. Und wo aber kein Zusammenhang besteht zwischen dem Kiffen und dem helmlosen. Nein, aber anscheinend sind die auch sonst. Aber wenn man gehen die mit mehr Respekt. Ich glaube aber, wenn jetzt zum Beispiel in Holland Kokain legal wäre, würde ich für eine Helmpflicht plädieren. Ja, ich, auch im, also auch gar nicht jetzt so. Auf den Fußgänger. Auf da. Ja, so. Finde ich auch. Sehe ich auch so. Ja. Also, Koks ist auf jeden Fall eine ziemlich asoziale Droge. Das ist so eine Ich-Droge. Ja. Ist nicht sehr, sehr gesellig und ich glaube, dass es noch mehr als andere Drogen das Schlechte in Menschen hervorholt. Ja. Also, dass man einfach, man findet, wenn man vorher irgendwie ein ziemlicher Hampel war und ein Arschloch und das dann nimmt, dann findet man sich voll geil und dann werden so die schlimmen Sachen, die werden so bestätigt, ja, du bist voll geil. Und wenn du das dann nicht mehr nimmst, so, dann bist du nur noch halb das Arschloch, was du davor warst. Also das doppelte Arschloch quasi. Aber die Legalisierung führt ja dann eigentlich dazu, dass sich Leute, also das Halbarschlöcher sich freiwillig zu Vollarschlöchern machen können, beziehungsweise auch legal zu Vollarschlöchern. Also das Problem ist, dass diese Arschlöcher, die sozusagen was auch immer konsumieren wollen, die werden ja durch die Illegalität nicht davon abgehalten. Also du kannst ja sozusagen niemanden, nur weil es gesetzlich verboten ist, davon abhalten, Drogen zu nehmen. Das ist halt nur so. Naja, aber wenn du überlegst, dass wenn es legal wäre und man das Gramm Kokain bei einem normalen Preis zu $5 verkaufen würde, der in Amerika $25 machen würde und in Deutschland das Gramm Kokain 100 Euro kosten würde, so ich übertreibe jetzt vielleicht mal, aber so im Durchschnitt, dann öffnest du natürlich, also das ist deswegen so, ach, schwierig so, zu sagen. So ein Wettbewerb sozusagen, so ein Standort. Ja, also nicht jeder hat 100 Euro mal eben schnell, um zu sagen, ich mache mich jetzt vom Halbarschloch zum Vollarschloch. Also ich habe auch nicht, also ich weiß jetzt nicht so über die Preisgestaltung dann irgendwie Bescheid, wenn man über eine Legalisierung spricht, aber auf jeden Fall sollte es nicht so sein, dass es halt irgendwie jetzt eine Geldfrage ist, dass du halt irgendwie, weil ach, habe ich jetzt 5 Euro über, dann hole ich mir nicht ein Bier, sondern hole ich mir lieber einen Gramm Koks oder so. So sollte das nicht sein. Ich denke auch, dass ganz wichtig bei jeglicher Form von Legalisierung irgendwie ist, dass man das halt mit einer ganz massiven Aufklärungs- und Bildungskampagne irgendwie begleiten muss, weil die Leute müssen aufgeklärt werden, welche Risiken, welche Gefahren irgendwo schlummern und stecken. Und ja, also das heißt ja nicht, dass man Leute zum Drogenkonsum ermutigen soll unbedingt. Nee, Rausch gibt's und Kokain gibt's. Es ist eine Kulturdroge, genau. Schon und seit den, immer. Und den Rausch sollte man selbst entscheiden dürfen. Es sollte dafür Altersgrenzen geben und es sollten nicht die ganz, ganz schlimmen Leute dran verdienen. Es sind einfach die Kriminalität, die da sind. Es gibt den Krieg gegen Drogen, nicht wahr? Und da sterben Menschen nicht am Konsum von Drogen. Jedes Jahr sterben in Deutschland Tausende von Menschen an dem Missbrauch von Alkohol und Zigaretten. Aber es gibt nur ein paar Herointote.
Und die Menschen sterben nicht am Konsum von den Drogen, von diesen illegalen Drogen, sondern an der Beschaffung, also an die Kriminalität. Es geht um diesen Stoff, um dieses Geschäft. Daran sterben die Menschen, nicht am Konsum. Und es verdienen definitiv die falschen Leute dran. Dann soll doch der Staat bitte das auch alles besteuern und legalisieren und mehr Geld in die, genau, kontrollieren, mehr Geld in die Aufklärung stecken. Er würde ja sogar noch verdienen, wenn er es besteuert. Ja. In dem Moment. Ja, klar. Ganz kurz nur eine allerletzte Frage an dich, du als Südkoreaner. Mhm. Was ist der nächste Scheiß? Was haben wir hier zu erwarten? Was kommt nach dem Handy? Ich weiß, sitze natürlich komplett an der Quelle. Ja. Ey, keine Ahnung. Doch. Mein Auto kann schon alleine parken und vielleicht kann es demnächst auch alleine fahren. Transformer-Handy, ich glaube, das ist und es. Was so, ja. Transformer-Handys. Was kannst machst du? Also ganz Samsung. Ein Handy. Die haben zum Beispiel einen Bildschirm an der Seite vom Handy. Mega. Ja, mach da was und vor allem bring es mit für uns alle. Ja, das ist tatsächlich die Entwicklung, weil ganz ehrlich, wenn jetzt das iPhone immer, wird ja immer länger und größer und so und jetzt bei Samsung haben die so den Rand entdeckt, dann vielleicht auch die Rückseite, vielleicht machst du so ein Rundum-Handy. Das ist egal, wie rund es ist. 360 Grad. Macht keinen Sinn. Wow. Sieht aber geil, einfach Alter, geil, mega geil. Hey krass, ich sehe gerade, du telefonierst. Ah, mein 360 Grad Display. Ah. Stell dir vor, so ein Handy wie ein Dildo, Alter. Hässlich. Mega geil. Von 300, wie ein Dildo. Ein Dildophon. Wir haben's, und wir waren dabei. Also wir waren dabei. Trademark, Dildophon. Wir wollen Anteile. Mhm. Dildophon. Das Dildophon. Sex geht immer. Ja. 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 Mega gut. Ja, was soll ich sagen? Culture Candida. Lustig, wenn ihr das nächste Mal wieder zu siebt seid, kommt doch nochmal vorbei. Ja. Ja. Vielen Dank. Ruf nie wieder an. Ah. Danke. Ja. Ihr habt das toll gelöst mit einem Mikrofon. Ja, es hat auch gar keiner mitbekommen, dass wir ein Mikro zu wenig hatten. Was ist mit der Standardfrage? Ah, scheiße, ich hab die Standardfrage. Scheiße. Ja, ganz kurz. Warte. Mach's richtig landsmäßig. Landsmäßig? So. Richtig landsmäßig geht. Culture Candela. Wo machen Culture Candela eigentlich Urlaub? Und auf den Zettel steht auch nicht. Winter oder Sommer? Sommer. Oh, wow. Nee, das war schon die Antwort. Es geht immer die erste Antwort. Im Winter oder im Sommer ist die Frage. Beste Antwort ever. Drauf's gelutscht.